wir in 10 Stunden zocken können? Ja. Ja. Lach mal. Warte. Das, die Seite ist betäubt. Ich kann nicht bewegen. Die Seite. Hallo. Hallo. Man merkt auch beim Reden. Ich habe irgendwie, als wenn nur die rechte Seite redet. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Digga, ist das krank. Aber es soll weggehen. Es soll weggehen. Es soll demnächst weggehen. Es soll demnächst weggehen. Sieht echt seltsam aus. Es kann sein. Aber wenn ich normal rede, dann geht es, glaube ich. Wenn ich normal rede, hallo, 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 hallo. Okay. Komisch. Komisch, komisch. Das liegt daran, Freunde, für die, die es nicht mitbekommen haben. Ich habe mich ja die letzten 2 Tage. Ich muss so. Ich habe mich ja die letzten 2 Tage über Zahnschmerzen beschwert. Und die waren echt doll. Also, ich übertreibe bei sowas nicht. Ich konnte nicht schlafen und sowas. Musste mir die ganze Zeit Schmerztabletten einhauen. Und das lag daran, ich habe vor ein paar Jahren, das ist schon lange her, vor 10 Jahren oder so, habe ich eine Wurzelkanalbehandlung gehabt. Und diese Wurzelkanalbehandlung hat, ist auf, also die Krone ist irgendwie, irgendwas ist mit der Krone passiert. Vor einer Woche beim Essen. Und seitdem hat sich das alles nochmal entzündet. Und der Zahn ist tot, meinte der Arzt. Also du kannst zum Chirurgen gehen, der macht dir dann irgendwie so eine Scheiße und schleift es ab. Da meinte er, hör mal zu, ich kann da auch mal dran ziehen und dann ist das Ding durch. Da meinte ich, passt, mach weg. Und dann hat er mir meinen Zahn gezogen, also mein Backenzahn hinten. Das besteht aus 3 Wurzeln. 1, 2, 3. Hat er rausgemacht und jetzt habe ich einen Zahn weniger. Und in 6 Monaten habe ich ein Implantat. Digga, ich dachte, ich gehe zum Arzt, der gibt mir da, der beschraubt da ein bisschen rum, der macht mir hier ein Loch zu und das passt dann. Kommt er zu mir und sagt, ich sollte dir deinen Zahn ziehen. Meine Schwester ist Zahnarzthelferin. Die hat mir damals in der Praxis, also sie war Zahnarzthelferin, sie arbeitet jetzt für mich. Sie hat mir dann den Arzt da, wo sie früher gearbeitet hat, habe ich zu ihm gebracht. Und sie meinte das sogar vorher schon zu mir. Sie meinte, wenn du eine Wurzelkanalbehandlung hast und dahin und jetzt Schmerzen hast, nur wenn du mit deinen, wenn du, obwohl du nichts machst, ist safe irgendwas mit deinen Nerven und das sieht überhaupt nicht gut aus. Das war gar nicht gut. Gute Besserung, Dankeschön, Bro. Zahnlose Oma. Man sieht, ihr seht, das ist der hinterste Zahn. Also man sieht es gar nicht. Das ist das Gute. Mir wurde heute ein Weisheitszahn gezogen und eine Wurzel. Das ist auch scheiße. Das ist auch Kacke. Schöne Porzellankeramik rein. Digga, ich klopp da irgendwas rein, sowas hat die Welt noch nicht gesehen. Bald Gebiss incoming. Gute Besserung, Betäubung ist auch eklig. Ja, aber ich glaube, das geht bald weg. Also im Laufe des Streams. Ich rede gerade so komisch, weil ich was im Mund habe. Das mache ich aber gleich raus. Dann geht's eigentlich. Ich kann nur nicht richtig lachen. Aber im Laufe des Streams sollte es weggehen. Das passt dann. Weiß ich nicht. Na, du kannst ja nur weiche Sachen essen mit so Apfelmus. Ja, sowas. Isst du sowas gerne? So ein Gläschen Apfelmus? Meine Mutter ruft an. Oh. Ja, Hallo so. Mama. Hallo? Hi, Ich Mama. wollte dir gute Besserung wünschen, Mensch. Danke, Mama. Oh, mein Schatz. Tut mir leid. Alles gut, ich bin ein Mann. Ich weiß. Warte, Elika gerade nicht. Sag mal, nimmst du Schmerztabletten? Du darfst nichts Heißes trinken oder so, scharfes Essen oder Ja, sowas, ne? ja. Ja, hast du Schmerztabletten schon genommen? Hast du schon gebraucht? Nee, noch nicht, mach ich gleich. Hm, okay, dann musst du gut essen. Sag mal, hattest du eigentlich die Weinblätter gegessen? Habe ich dich. Wollte ich Ja, dich nicht war sehr fragen. lecker. War sehr lecker. Ja, schön, das freut mich, Eli. Und was magst du noch, dass ich das demnächst mache? Magst du eigentlich diese Hähnchenzwiebeln mit Curry? Ja, Und Reis? ja. Ja, Ja? ja, ja. Aber Okay, der mag Reis ist gut. Ich fand die Weinblätter schon lecker. die ich. Der Weinblätter Reis, waren ja? richtig lecker. Melina sagt, die Weinblätter waren richtig Was? lecker.
Die Weinblätter waren richtig lecker, sagt Melina auch. Ja? Oh, schön. Okay. Naja, dann mache ich mal demnächst, ich mache Kartoffelsuppe, ist glaube ich nicht so interessant für dich, aber wenn ich mal sowas mache, also ich mache das wahrscheinlich diese Woche, vielleicht sogar morgen oder übermorgen, dann bringe ich dir was vorbei. Okay, danke Mama. Ja, bitte und pass auf dich auf. Mach ja? ich. Okay, und grüß sie mal ganz, ganz, ganz doll. Okay, Mama, ich bin gerade am Arbeiten, deswegen. Okay, ich liebe dich. Okay. Ich dich auch, ciao. Tschüss. Und mein Vater ist jetzt gar nicht. Du siehst so schief aus. Ja, ich bin auch schief. Ich kann nicht richtig lachen. Okay, Melina, überrasch mich. Ich liebe das Essen von deiner Mama. Ich könnte darin baden. Ich rufe meinen Vater an, als ich, er sagt, und hat's wehgetan? Er ist so, nee, geht. Ja, dann passt's auch. Und weiter geht's da. Okay, gut. Ich kann nicht richtig lachen. Mir wurde mein Zahn gezogen, wegen Wurzelkanalbehandlung. Er wurde mir weggezogen. Mein halbes Gesicht ist noch betäubt. Deswegen rede ich auch gerade so komisch. Ich versuche wirklich zu... Ich schwöre auf meinen Tod, ich versuche ganz normal euch zu lachen. Ich kann das nicht mehr bewegen hier. Es geht nicht. Mir egal.